Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Weißwein und Heartbreaks Bundle von Reezy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Weißwein und Heartbreaks von Reezy. Das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Soloalbum von Reezy. Weißwein und Heartbreaks nennt sich das Ganze. Und wir haben hier rein von der Optik schon mal ein sehr ungewöhnliches Bundle. Und zwar kommt das hier in so einer silbernen Hülle. Also sieht tatsächlich aus wie so eine vakuumierte Care-Package-Variante. Also wie so eine Notfallsration, die irgendwo beim Militär oder auch bei Krisengebieten verwendet wird. Und zwar lesen wir hier Priority Mail from Reezy to you. Dann haben wir hier noch United States Music Service. Okay. Und dann lesen wir hier noch Ready to Listen Individual Weißwein und Heartbreaks Care Package. Darunter eine Nummer, dann das Label for Music, ein Barcode und dann hier noch weitere Infos so zu Label und Beteiligten. Ne? Ansonsten hier wirklich alles in dieser silbernen Hochglanzoptik. Und es ist tatsächlich dann so ein Druckverschlussbeutel. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir den hier oben dann aufreißen können. Und dann kommen wir eben zum Inhalt. Unten ist das Ganze hier zu, also hier wirklich verschweißt. So, dann probieren wir mal unser Glück. Wir haben hier auf der linken und rechten Seite so einen kleinen Einschnitt. Deswegen probieren wir mal hier, ob es aufzuziehen geht. Ah. Gar nicht so leicht, aber ja, es funktioniert, auch wenn es jetzt hier irgendwie abgerissen ist. Wir probieren es mal von der anderen Seite. Ja, das war schon etwas besser. Aber es ist irgendwie immer noch ein bisschen zu viel übrig, oder? Ja, es funktioniert. Okay. Mit viel Gewalt geht es dann doch auf. Hier innen haben wir dann noch so eine Leiste, also wirklich so einen Druckverschluss. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, der Beutel ist leer. Packen wir mal zur Seite. Das hier kann gleich in den Müll. So, und zwar haben wir hier das Care Package bestehend aus zwei Inhalten. Und zwar haben wir hier zum einen ein Shirt und zum anderen natürlich das Album an sich. Und das kommt hier in einem regulären Jewelcase. Jawohl, das ist es. Weißwein und Heartbreaks, das Album von Reezy. Wir haben hier den Interpreten in so einer Gemäldeoptik hier, in einem feinen goldenen Rahmen. Und hier hängen auch noch diverse andere Bilder, die allerdings hier natürlich abgeschnitten sind. So, auf der Seite Reezy, Weißwein und Heartbreaks zu lesen. Und auf der Rückseite die Tracklist. So, was haben wir hier? 13 Tracks an der Zahl. Features kommen von Summerjam, Luciano, Bowser und Trim. Das letzte Feature, also Trim, muss ich ehrlich sagen, sagt mir nichts. Die anderen natürlich ein Begriff. Dann haben wir hier wieder Logos, Labels, okay, Barcode. Denn das Album gibt es tatsächlich auch regulär. Also nur das Album konnte man auch kaufen. So, dann schauen wir uns mal an, was wir hier im Booklet haben. So, hier gibt es Fotos, auch diese hier wieder in dieser Gemäldeoptik, als wären die irgendwie so mit Öl gemalt, Ölgemälde. Okay, also das Booklet hier komplett in diesem Stil gehalten. Auf dieser Doppelseite, auf der letzten Doppelseite, haben wir noch die Infos zum Album. Also einerseits die Produzenten und dann hier noch Mixing, Mastering. Okay, also die wichtigsten Credits haben wir hier mit dabei. Reezy gibt es zum Abschluss auch nochmal zu lesen. Und dann kommen wir zur Album-CD. So, auch hier lesen wir wieder riesengroß den Albumtitel. Weißwein Heartbreaks, so sieht das aus. Und ansonsten hier in schwarz gehalten. Gut, so viel zum Album. Kommen wir zum nächsten Inhalt dieses Care Packages. Und zwar haben wir hier ein Shirt. Das Shirt ist, soweit ich das sehen kann, riesengroß. Also das ist wirklich extrem groß geraten. Ja, also das ist wirklich oversize. So, hier oben haben wir einmal den Schriftzug Reezy in Rot. Dann haben wir hier Palmen und so ein bisschen eine Collage. Also hier sind
Palmen. Da nochmal ein Schwarz-Weiß-Bild von Reezy, ein kleines Kind, eventuell sogar er selbst. Eine goldene Kette und ein Cadillac Escalade, wenn ich das hier richtig erkenne. Dann lesen wir hier Weißwein und Heartbreaks und tatsächlich FUBU. Ja, die Marke kennt vielleicht noch der ein oder andere. Also ich bin Baujahr 92, ich kenne diese Marke auf jeden Fall noch. War vor langer, langer Zeit mal sehr im Trend. Mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, dachte ich, die Marke wäre irgendwie ausgestorben und würde gar nicht mehr existieren. Eventuell habe ich mich da geirrt und man hat hier irgendwie eine Kollabo gestartet, irgendeine Kooperation. So, auf der Rückseite komplett in Schwarz. Und wir haben hier das Shirt. Ja, hier lesen wir es, was ich vorhin angedeutet hatte, XL. Das Shirt meines Wissens nicht in der Größe auswählbar gewesen. Also wirklich jedes dieser Bundles, jedes dieser Care Packages kommt mit XL. Hier lesen wir dann auch nochmal FUBU. Ah, alles klar, weil ich vorhin Baujahr 92 angesprochen hatte. Hier lesen wir sogar, since 1992. Alles klar. Also, ist mittlerweile auch 28 Jahre alt. Und was haben wir hier noch? 100% Baumwolle haben wir hier. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle, in diesem Care Package befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dieses FUBU Shirt mit dem Aufdruck hier, mit dieser Reezy Collage in der Größe XL. Und zum Zweiten natürlich das Album an sich, Weißwein und Heartbreaks im regulären Jewel Case mit insgesamt 13 Tracks und 4 Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle, in diesem wunderbaren Care Package. Weißwein und Heartbreaks von Reezy. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Reezy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.